Was geht, WWE-Universum, und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Paraflow. In der WWE gibt es einige Wrestler, die für ihre risikovollen Aktionen in Matches berüchtigt sind. Sie sorgen über die letzten Jahre und Jahrzehnte für zig OMG-Moments, bei dem sie ihre kompletten Karrieren aufs Spiel setzten. Die Top 10 der WWE-Wrestler, die meiner Meinung nach den risikoreichsten In-Ring-Stil hatten, gerne aber auch risikoreiche Aktionen einsteckten und dadurch immer wieder für offene Münder sorgten, gibt es heute. Wie auch bei den anderen Top 10 Videos bilde ich hier meine persönliche Meinung ab, die vielleicht gar nicht mit eurer so übereinstimmt. Deswegen kann hier mein Platz 1 jemand komplett anderes sein und deshalb schreibt doch mal euren Platz 1 für dieses Thema in die Kommentare. Eine Begründung dazu wäre natürlich auch nicht schlecht. Fangen wir aber mal mit der Liste an und Platz 10, Shawn Michaels. Beginnen wir diese Liste mit Mr. WrestleMania, Shawn Michaels. Teilnehmer des allerersten Ladder Matches, was für viele damals ziemlich krass war, aber auch sein Match gegen Mr. McMahon bei WrestleMania 22 ließ viele Münder offen stehen. Michaels war in seiner Hochzeit einig mit seinen riskanten Aktionen seiner Zeit voraus und war sich nie zu schade, für krasse Aktionen seiner Karriere aufs Spiel zu setzen. Platz 9, John Morrison. John Morrison gehört für mich zweifelsohne in diese Liste. Auch wenn er seit kurzem wieder da ist, zeigte er in seinem ersten WWE-Run Unglaubliches. Ein Dropkick auf einer Leiter, während er auf Selviger steht, ein Trashcan Moonsault, aber auch ein Sprung vom Hell in a Cell Set. Okay, ich lese jetzt einfach nur die Platzierungen vom WWE-Video vor, in dem es um die extremsten Momente von John Morrison geht, aber alleine, dass das Video schon über 740.000 Aufrufe hat und ein Like-Dislike-Verhältnis eigentlich hervorragend ist, zeigt, wie risikoreich eigentlich seine Aktionen sind und wie viel mehr da eigentlich zustimmen. Platz 8, Christian. Tables, Ladders and Chairs, das war die Spezialität von Edge und Christian. Was beide zusammen in diesen Matches zeigten, ist auch noch im Nachhinein einfach unglaublich. Dazu aber später mehr, vielleicht als Spoiler, man weiß es nicht, ne? Aber auch nach deren Split, also den von Edge und Christian, zeigte er als Einzelwrestler viele bemerkenswerte und riskante Aktionen in solchen Matches. Platz 7, Sabu. Hier das erste ECW-Original in dieser Liste. Wenn man den Kerl so anschaut, dann weiß man, was er schon alles zeigte und einstecken musste. Sein Körper ist deutlich davon gezeichnet. Auch wenn er die meisten Aktionen bei der originalen ECW zeigte, sind die WWE-Sachen Grund genug, ihn auf diese Liste zu nehmen. Gerade seine Aktion beim ersten ECW One Night Stand bei seinem Match gegen Rey Mysterio aus dem Jahre 2005 ging in die WWE-Geschichtsbücher ein. Auch danach überraschte er immer wieder die WWE-Fans mit seinen krassen Aktionen. Platz 6, Chris Benoit. Chris Benoit war bekannt für seinen knallharten In-Ring-Stil. Gerade seine Paradeaktion, die Flying Headbutt, zog er immer wieder voll durch. Scheißegal, ob von der Ringecke oder von einer Leiter, Benoit war sich für nichts zu schade. Dass diese knallharten und sehr risikoreichen Aktionen aber auch bleibende Schäden haben können, zeigt Benoit aber genauso. Das bittere Ende gab es leider 2007 mit einer schrecklichen Tragödie. Wer gerne wissen möchte, was damals genau geschah, den empfehle ich mein Video dazu. In diesem erzähle ich ganz genau, was damals geschah und dies sogar mit teils echten Anrufmitschnitten von damals. Link zu dem Video in der Beschreibung oder jetzt als Infokarte. Platz 5, Rob Van Dam. Ein weiteres ECW-Original in dieser Liste. Seine größten OMG-Momente zeigte Van Dam sowie Sabu bei der originalen ECW. Diese zählen aber, wie ihr es schon gemerkt habt, nicht für diese Liste. Dafür reichen schon seine Aktionen bei der WWE. Sein 5-Star Frog Splash vom Dach einer Zelle beim ersten Elimination Chamber Match, selbige Aktion von einer 10 Meter hohen Leiter bei einer Ausgabe von Raw, sind wohl nur die Höhepunkte bei Rob Van Dam. Dieser so gelenkige Bursche zeigt Aktionen, von denen die meisten nur träumen können. Platz 4, Edge.
Der teils sehr risikoreiche In-Ring-Stil von Edge brachte ihn 2011 an das vorzeitige Ende seiner Karriere. Erst beim Rumble 2020 feierte er sein Comeback. Edge war früher für seine spektakulären TLC-Matches bekannt. Zusammen mit Christian, den wir auch schon in dieser Liste hatten, zeigte er regelrechte Kunststücke mit seinen Werkzeugen, also den Tischen, den Leitern und den Stühlen. Uns alle dürfte aber am meisten sein Spear von einer Leiter gegen Jeff Hardy, der währenddessen an einem Championship-Belt hing, von WrestleMania 17 im Gedächtnis geblieben sein. Dass der Gute nicht nur austeilen kann, sondern sogar einstecken kann, zeigt Unforgiven 2006, wo er durch mehrere Tische flog, nachdem John Cena ihn mit einem FU, der heißt ja heute Attitude Adjustment, von der Leiter beförderte und durch die Tische, ihr wisst schon, er fliegt da durch und so, sieht krass aus, ihr wisst Bescheid. Bevor wir zu den Top 3 kommen, möchte ich nochmal auf meine beiden anderen Kanäle hinweisen. Auf meinem Zweitkanal, Good God Almighty, findet ihr noch mehr Videos von mir. Viele Wrestling-bezogene, aber auch einige andere aus anderen Themenbereichen, wie zum Beispiel Unboxing von Pokémon und Yu-Gi-Oh! Karten, Booster Packs, aber auch etwas speziellere Videos, wie das hier zum Beispiel. Schaut es euch einfach mal an. Link zum Kanal in der Beschreibung. Lasst dort einfach mal ein Abo da. Und da wegen der aktuellen Ausgangssperren sowieso jeder Langeweile hat und einen Haufen Zeit, ja, dann schaut doch auch mal deswegen auf meinem Paraflow Live Uncut Kanal vorbei. Dort lade ich meine vergangenen Streams als komplettes Video ungeschnitten hoch. Also einfach mal vorbeischauen und ein Abo da lassen. Link zu beiden Kanälen in der Beschreibung. Und jetzt danke für eure Geduld und weiter geht's mit dem Video. Platz 3, Shane McMahon. Für einen Shane McMahon OMG-Moment braucht es eigentlich nur etwas Hohes. Shane springt dir davon herunter. Nicht umsonst gibt es solche Memes wie das hier. Bei der Ansetzung zu dem Hell in a Cell Match zwischen ihm und dem Undertaker bei WrestleMania 32 rechnete eigentlich jeder damit, dass er vom Käfig springen wird. Als er dann aber dies wirklich tat, stand trotzdem die Halle Kopf. Nur mal so nebenbei, Shane war zu diesem Zeitpunkt 46 Jahre alt. Von seinem Coast to Coast, bei dem er fast von der einen Ringecke zur anderen springt, oder die Elbows von der Ringecke durch den Kommentatorentisch, ja, da fangen wir erst gar nicht an, die sind sowieso krass. Platz 2, Jeff Hardy. Auch für Jeff Hardy kann es eigentlich nicht hoch genug sein. Beweise gibt's genug. WrestleMania 2000, 23, 33, aber auch zig Raw- und Smackdown-Ausgaben. Heutzutage zeigt er leider kaum noch diese krassen Aktionen, was natürlich auch an seinem zunehmenden Alter geschuldet ist. Aber Jeff Hardy Extreme Moments Compilation gibt es auf YouTube genügend. Nicht nur bei der WWE macht er sich durch diese Aktion einen Namen, auch bei Impact Wrestling flog er durch die Lüfte. Die meisten dürften sich aber wohl nicht wirklich an diese Aktion erinnern, sondern an seinen Auftritt bei Victory Road 2011 oder so, wo er völlig zugedröhnt antrat. Eine lobenswerte Erwähnung haben wir auch noch, nämlich Dean Ambrose. Ihr fragt euch sicherlich, warum es Dean Ambrose bzw. John Moxley nur als lobenswerte Erwähnung in die Liste geschafft hat. Grund ist einfach, er selber konnte nie sein volles Hardcore-Potenzial, so nenne ich es mal, bei der WWE ausschöpfen. Selbst die blutigen Matches, die er teilweise heute bei All Elite Wrestling zeigt, sind nichts zu den Matches aus seiner WWE-Vorzeit. Stacheldraht, Leuchtstoffröhren und viel Blut gab es in verdammt vielen Matches von ihm. Viele würden diese Art von Wrestling, die sogenannten Deathmatches, als komplett widerlich beschreiben und sagen, dass dies nichts mehr mit Sports Entertainment zu tun hat. Hier stünde nur noch die Gewalt im Fokus, nicht mehr das Wrestling an sich. Das kann ich aber auch durchaus nachvollziehen. Kommen wir aber mal zu Platz 1, nämlich Mick Foley. Für mich ist und bleibt Mick Foley bei so einer Liste die unangefochtene Nummer 1. Grund hierfür sind seine Aktionen, Grund hierfür sind die ganzen Aktionen, bei denen ein normaler Mensch wahrscheinlich sterben würde. Angefangen bei seinem Sturz vom Hell in a Cell Käfig und dem anschließenden Sturz durch selbigen bei seinem Match gegen den Undertaker von King of the Ring 1998 bis hin zu seinem Pedigree auf Reißnägel beim Royal Rumble 2000,
Sein Gesicht ist deutlich davon gekennzeichnet. Foley steckte viel in seiner Karriere ein, aber auch aus. Irgendwie komisch ist dann aber, dass er seine rechte Ohrmuschel in keinem so krassen No-Holds-Barred, Hardcore, Extreme Rules, nennt wie ihr es wollt, verlor, sondern in Deutschland bei einem stinknormalen Match gegen Vader. Das waren nun meine Top 10 der risikoreichsten Wrestler der WWE. Wie schon erwähnt, möchte ich auch mal gerne eure Meinung zu dem Thema wissen und erfahren, wer euer Platz 1 in dieser Liste wäre. Vergesst, wie vorhin auch nicht angesprochen, auch mal auf meinen beiden anderen Kanälen vorbeizuschauen. Link zu diesen in der Beschreibung. Und ja, dann wünsche ich noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, wann ihr halt dieses Video schaut. Und ciao. Lights off the